Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Und wir stehen heute hier am Zürich Film Festival, wo gleich eine Pressekonferenz und ein grüner Teppich zu dem Film Werk ohne Auto stattfinden. Und Tim, ja, du hast den ja schon gesehen, den Film. Genau, und es ist wirklich der beste deutsche Film des Jahres. Es bekommt von mir die Höchstwertung 10 von 10 Punkten. Und deswegen freue ich mich wirklich riesig, dass heute hier Tom Schilling, Sebastian Koch und auch Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck da sind. Ja, ich freue mich auch sehr auf die Schauspieler und worum es in dem Film geht, das zeigen wir euch jetzt. Angelehnt an das Leben des Künstlers Gerhard Richter erzählt der Film die Geschichte von Kurt Barnert. Bereits als kleiner Junge wird er von seiner Tante Elisabeth an die Kunst herangeführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg schreibt er sich an der Kunstakademie in Dresden ein und verliebt sich dort in die Modestudentin Ellie. Doch deren Vater ist gegen die Beziehung und will die beiden auseinanderbringen. Mit perfiden Mitteln. Ich bin schwanger. Das ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Die Leute wollen was Neues. Eine Idee. Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle. Mit 30 noch am Studieren. Als Mozart 30 war tot. Kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Werk ohne Autor ist der dritte Kinofilm von Regisseur und Drehbuchautor Florian Henkel von Donnersmarck. 2010 inszenierte er The Tourist mit Johnny Depp und Angelina Jolie und 2006 das Stasi-Drama Das Leben der Anderen, das den Auslands-Oscar gewonnen hat. Womöglich schafft das auch Werk ohne Autor, denn der Film geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Die verdiente Anerkennung für sehr viel investierte Zeit und Arbeit. Florian, du hast ja 4 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Also was hat dich denn daran so fasziniert und auch gereizt? Gut, ich meine, ich hätte gehofft, dass es schneller geht, aber da wir wirklich sehr viel vorhatten, war es halt so, dass die Maschine manchmal zum Stillstand kam, bis wir herausgefunden haben, wie man das jetzt lösen kann, irgendwie die richtigen VFX-Firmen zu bekommen und sagen wir, die richtigen Künstler, die irgendwie die Kunstwerke dann dort machen. Es gab einfach große Herausforderungen, denen sich bisher noch niemand gestellt hat und wo wir das Rad so ein bisschen neu erfinden mussten, zumindest beim europäischen Film. Ich wusste einfach, dass in dem Stoff genügend unterschiedliche Sachen drinstecken, als dass ich mich über die lange Strecke, von der ich schon wusste, das dauert, ich dachte nicht, dass es so lange werden würde, aber dass ich mich da nicht langweilen würde. Also die Grundgeschichte schon mal. Ein Schwiegervater, ein finsterer Nazi, der versucht, seinen Schwiegersohn zu zerstören, weil er findet, der ist nicht würdig, seine Tochter zu haben. Das ist ja schon mal ein interessanter Ansatzpunkt. Gleichzeitig ist dieser Schwiegersohn ein zarter Künstler, der seinen Weg sucht und irgendwie zu seiner ganz, ganz feinen inneren Stimme finden muss, während er so bekriegt wird von allen Seiten. Das fand ich auch interessant, weil ich glaube, dass das auch dem Lebensgefühl von vielen jungen Menschen entspricht, wo, ich weiß nicht, die ja oft einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwie was anderes wollen oder Freiheit wollen oder Liebe bekommen können oder was auch immer, bekriegt werden. Den Künstler auf Identitätssuche spielt Tom Schilling. Was hat dich denn an der Rolle so gereizt? Eher das Projekt an sich. Ich glaube, das Projekt an sich fand ich am spannendsten. Florian Henkel von Donnersmarck ist ein super interessanter Regisseur, der sehr spezielle Filme macht, wie ich finde. Also so ganz fast außer Zeit gefallene Filme, sehr elegisch und breit erzählt, fast wie so das amerikanische Studio-Kino der 50er Jahre. Dazu gehört eine Menge Mut und auch so eine große Vision. Die Rolle, die ich spiele, ist eigentlich undankbar zu spielen, weil sie gar nicht so viel tut. Sie guckt nur. Wie meinst du das? Denkt. Naja, das ist kein... Es geht ja um Kunst und der Maler, den ich da spiele, das ist kein Vincent van Gogh, der sich ein Ohr abschneidet oder kein Basquiat, der sich Heroin spritzt oder kein Jackson Pollock, der total wild seine Kunst malt, sondern ein sehr innerlicher Typ, der sehr präzise und mit sehr viel Geduld seine Bilder malt und zu einem Ergebnis kommt. Und das ist eigentlich für eine Filmgeschichte fast uninteressant. Ja, also der Actionheld ist interessanter. Derjenige, der kämpft oder was tut oder viel der tolle Anwalt, der im Gericht irgendwie den Fall gewinnt oder so, den Prozess gewinnt. Wie sieht dann die Vorbereitung so aus? Muss man versuchen, dann dementsprechend ein bisschen ruhiger zu sein? Oder wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet, die ja auf den realen Maler Gerhard Richter basiert? Na, ich habe mich natürlich doch auch schon mit Gerhard Richter viel befasst. Gibt da tolle Filme von Dokumentarfilme, also Gerhard Richter Painting. In seiner Biografie kann man natürlich auch viel lesen. Er hat viele Texte hinterlassen. Ich habe vor allem aber auch selber gemalt. Das war ganz wichtig.
Als Vater, der die Beziehung seiner Tochter zu dem Künstler unterbinden will, ist Sebastian Koch zu sehen. Was waren denn die schauspielerischen Herausforderungen dabei, einen so ja, bösartigen Charakter zu verkörpern? Das in sich logisch zu machen, den Mann zu verstehen, was den treibt, an was er glaubt. Und das nicht in einer Karikatur enden zu lassen, weil der hat ja eine Disziplin, die ist wirklich urdeutsch und ein machtbesessener ja, ein Ungeheuer, muss man sagen. Aber der glaubt an etwas, der meint, er tut das Richtige. Der ist ein Überzeugungstäter. Ja, der macht das aus einer Überzeugung. Und das in diese Überzeugung einzusteigen und das so logisch und fein wie möglich zu komponieren und in diesem Denken sich zu bewegen, das ist, glaube ich, das was diesen Beruf ausmacht. Eine ebenfalls komplexe Figur spielt Saskia Rosendahl. Sie ist im Film als Kurztante zu sehen. Was hat dich denn daran gereizt, Elisabeth zu spielen? Ja, viel. Weil ich finde, die Rolle, sie hat mich sehr fasziniert und berührt. Sie hat natürlich sehr intensive Szenen. Es war auch eine große Herausforderung, das zu machen. Aber ich weiß, dass ich mit Florian als Regisseur extrem viel Freiraum und Vertrauen hatte und wusste, dass das irgendwie funktionieren kann. Ich finde es auch so spannend, weil sie nur so kurz da ist, aber so viel beeinflusst. Genau das so hauptsächlich. Und für mich war die größte Schwierigkeit, so einen Menschen, weil ich wollte sie gerne sehr sympathisch darstellen. Ich wollte gerne, dass man mit ihr emotional gehen kann und sie nicht einfach nur als krank abstempelt. Und so diesen Spagat hinzubekommen, war sehr herausfordernd. Und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja sehr intensive Szenen. Und auch jetzt ohne den Zuschauern vielleicht zu viel vorwegzunehmen, auch so diese KZ-Szenen. Also wie bereitet man sich denn auf sowas dann vor? Tatsächlich war meine komplette Vorbereitung eher körperlich und in dem Fall habe ich 2 Wochen gefastet in der Klinik und das hat mir körperlich so viel mitgegeben und dann reicht es in diesem Moment dort am Set zu stehen. Und was war das dann für ein Gefühl, als ihr halt gehört habt, dass ihr für Deutschland ins Oscar-Rennen geht? Also um ehrlich zu sein, bin ich, ich will da gar nicht spekulieren, das ist nur für mich sehr besonders, weil der Film dadurch eine Aufmerksamkeit bekommt, die er, finde ich, verdient und braucht, weil das ganze Team hat so unfassbar gut dafür gearbeitet und so viel Herzblut und Kraft da reingegeben. Dafür bin ich dankbar, ja. Vielleicht auch irgendwie so eine, sag ich mal, irgendwie Mechanismen, wie du halt das ganze Team über diesen Zeitraum auch motiviert hast, dann wirklich immer das Beste rauszuholen, dann wirklich, wie ich finde, einen überragenden Film zu schaffen. Ja, erstmal danke vielmals. Das hat natürlich damit zu tun, wenn du an jede Stelle, also wenn du an die Schlüsselstellen einfach die allerbesten setzt, und das haben wir hier bei den Schauspielern. Ich meine, Sebastian Koch, Paula Bär, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Hanno Kofler, das sind einfach Schauspielgiganten. Und dann hatten wir als Kameramann den Caleb Deschanel, der bekannt ist von jetzt dem Live-Action Lion King, der gerade gemacht wurde, aber auch von der Passion Christi von Mel Gibson oder dem Patrioten oder ach so vielen Riesenfilmen. Und das ist ein Mann, der einen solchen unglaublichen Ton vorsetzt, dass dann natürlich auch die ganzen anderen Techniker und weiß, dem in nichts nachstehen wollen. So ist es so ganz interessant, alle Leute haben sich gegenseitig hochgeschaukelt zu neuen Höchstleistungen. Und dann hatte ich natürlich sehr viele Leute dabei, mit denen ich schon Das Leben der Anderen gemacht hatte und The Tourist. Und so haben wir halt, war es eine Mischung aus Leuten, mit denen ich schon viel zusammengearbeitet hatte, aus Leuten, die einfach immer Maßstäbe setzen, wie Caleb Deschanel und genialen Schauspielern. Und dann kann nichts schief gehen. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Ja, das war's jetzt hier vom grünen Teppich zu der Premiere Werk ohne Autor am Zürich Filmfestival. Und ich bin immer noch ganz aufgewühlt, weil es einfach so toll war. Ja, mir hat es auch wirklich mega viel bedeutet, weil es ist wirklich der beste deutsche Film des Jahres auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass er den Auslands-Oscar gewinnt. Seit 3. Oktober läuft er in den Kinos, unbedingt anschauen.